damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Müssen wir jetzt da nochmal neu rein oder haben wir die jetzt gerade noch? Oh, ich glaube, wir kommen weiter. Jedenfalls haben wir ja gestern die Leute da zerstört, ne? Also gestern in der letzten Aufnahme. Und heute geht es hier weiter auf den Spuren von Harley Quinn, ne? Und ich sehe was. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens, als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat mir einen großen Gefallen getan. Ja, ja. Wieso glaubst du, das, was getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ja, ja. So. Was sind wir denn schon? Okay. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Ist die Federmaus! Okay, 6 Unbewaffnete. Ihr Deppen habt keine Chance. Du wirst bluten, Batman. Batman kann nicht bluten. Ich werde dich zusammenschlagen. Ich werde dich aufschlitzen. Ja, ich schlage dich grün und blau, Batman, durch. Ja! Alles okay, Kumpel? Au! So. Was ist das Blut? Batman. Ach, da ist ein. Willst du was davon? Ein Elektroschocker dabei. Hey. Geht's ihm gut? Lächle, hübscher Junge. Das wird weh. Und zack. Hey. Zack. Und das war's mit ihm. Könnt ihr mich mal, ne? Aber noch sicher. Danke. Geht's dir gut? Yep. Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Nichts Gutes vermutlich. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Okay. Schauen wir nur sicherheitshalber. Okay. Da ist es auch schon. Ach, na toll. Oh oh. Verdammt, das heißt, wir müssen schnell auch noch sein. Na sowas. Okay.
So. Bingo. Dann nehmen wir mal das Hörbuch hier. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Steven. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Oh oh. Das sind die Pheromone, die sie versprüht, ne? Das jetzt erledigt, was wir erledigen hätten sollen? Weil die Mine haben ja... Ich bleib hier, Jokers Männer versuchen sicher den Generator zurückzuerobern. Ach so. Ja, haben wir anscheinend erledigt. Okay, okay. Dann gehen wir zurück und dann da die Gerade durch. Aber natürlich. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Ja, ja. Lach nur, Joker, solange du noch lachen kannst. Okay, wir müssen nach oben. Das sind sehr auf die Kabel. Yep, das sieht richtig aus. Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. So fängst du mich nie! Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Gehen wir mal rüber und da sehe ich auch schon einen Dingsbums. Ein Lüftungsgitter. Falsche Taste. Das kennt er schon, ne? Das kann ich ja gut. Gibt's hier was? Nee, okay. Ja, Tor. Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Ach ja. Der gute Riddler. Okidoki.
Ach, da oben. Vielleicht ist hier noch eine Trophäe. Okay, dann gehen wir noch den anderen Weg. Wenn hier nichts ist. Nein, das war nicht, sondern hier entlängs. Okay, da ist nichts, gut zu wissen. Wer baut so einen Scheiß? Naja. Wir scheinen auf den richtigen Weg zu sein, alter Schwede. Nein, das war komplett die... Ach, Leute. Erfolgreich in die falsche Richtung gelaufen. Höchstleistung wieder mal. Da rechts. Ah. Was habe ich übersehen? Was kommt davon, wenn man nicht gescheit schaut, ne? Okay, da kann man von hinten auf den Zug gleich. Okay, okay. Doch. Hilf mir! Antwort ihm! Bitte, hör auf. Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest. Du hast jetzt alle. Bitte, lass mich gehen. Herr Schier! Wer ist hier? Ich hab niemanden gesehen. Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Alles gut. Mhm. Dann schauen wir uns das mal an. Ist ja kein Problem.
laufe wieder mal irgendwo lang. Halleluja. Ja, das sieht also richtig aus. Tonband links. Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalte sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Naja, da hat sie ihn schon verdreht oder umgedreht. Hilf mir! Hilfe! Holt mich hier raus! Hör zu! Die Fledermaus kommt! Wenn du sie siehst, schick die nervenden Äste zur Hölle! So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Okay, das heißt Stealth-Modus. Wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Genau. Ach so. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Auf damit. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwo hochkommen. Und sehen. Sehr schön. Ja, keine Chance, keine Chance. Okay, so weit hier oben. Wir müssen da irgendwie rüber, das ist das Hauptproblem eigentlich. Runter können wir hier nicht, weil da jemand ist. Wie kommen wir denn da rein, bitte? Darum, ne? Nur da drüben sein eigentlich. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich darum. Da juckt eben die Nase, entschuldigt mal eben. So.
Batman ist so gut wie tot. Wo zeigt er mir das Öffnen an? Die Geiseln sind noch in Gefahr. Ich muss sie retten, bevor ich weitermache. Ja. Schauen wir mal kurz den seinen Workflow an. Verdammt. Tut mir leid, Doc. Nur kein Glück. Ein Kinderspiel. Was hat man? Ich hab wie eine Geige gespielt. Ja, ja. Und die Saiten durchgeschnitten. Ja, ja, ja. Schön, Bats. Verdammt. Hilf mir! Hilfe! Holt mich hier raus! Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Yep. Wissen wir schon. Vor allem wissen wir jetzt ja schon den Weg. Sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Keine Sorge. Still und leise. Und immer schön hinten rumlatschen. Der obere schaut gerade weg, okay. Er hat keine Chance, keine Chance. Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Du hast mein Puzzle gelöst, Bats. Schön für dich. Ah, toll. Erinnerst du dich an meine Alarmsignale? Ihr könnt doch nicht mal ein Taxi anhalten. Er ist hier. Lasst ihn mit sich finden. Gefährlich, Jungs. Ich will nicht, dass er mir bei meinen So, dann warten wir, bis der rüberkommt. Ihr habt den Boss gehört. Gut, so geht's auch, ne? Das war eben die etwas lautere Methode, aber hat auch funktioniert. Also was soll's, ne?
Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ach was. Ich finde es. Bleib hier. Das war die, die wir da oben gleich gefunden haben, vorher. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Eisley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er in Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwohin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um 3 Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir! Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. So. Also wieder da hoch, wo wir ja vorher schon waren. Und dann hier durch die Tür. Natürlich. Wieder dreimal. Oh, ist noch nicht mal Glück. Uhr. Schauen wir noch durch die Tür. Ja, was soll's. Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gewünscht habe. Oh oh. Oh oh. Ach du Schande. Was ist das mit den Killer-Clowns? Halt, stopp. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.